Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute den Reinhard dabei. Reinhard, grüß dich, mein Freund. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Der Reinhard hat heute seinen Polestar 2 mitgebracht. Leute, Standard Range, 64 Kilowattstunden Batterie, 224 PS, Frontantrieb und Serienausstattung. Das war's, oder Reinhard? Das ist alles. Das ist dein erstes Elektroauto? Das ist mein erstes Elektroauto, ja. Du bist jetzt mittlerweile Rentner. Richtig. Ja? Hast du eben erzählt. Wie kommst du dann auf ein Elektroauto? Du kannst doch weiter deinen Diesel fahren. Eigentlich. Ich könnte ja normalerweise meinen Diesel fahren, aber da ich ja öfters nach Belgien fahre oder nach Holland reinfahren muss, ja, ist mir das einfach zu teuer geworden mit dem Diesel. Ja, okay. Und die Preise steigen, dann haben wir uns nochmal eine Alternative gesucht, ja, und sind dann auf Elektro gekommen. Okay. Aber du hast es nicht bereut? Bist du zufrieden? Ich bin zufrieden damit. Du hast ihn jetzt seit 2,5 Monaten. Richtig. Und ein paar Kilometer hast du schon runtergespult. Richtig, fast 2000. 2000 Kilometer, okay, das hört sich doch schon mal gut an. Leute, jetzt, ich finde den Polestar wunderschön. Ich finde die Optik wunderschön, die Front hier, die Scheinwerfer, hier Thor's Hammer, nicht? Ich meine, natürlich ist hier auch Volvo-Technik drin, das wissen wir alle, brauchen wir nicht drüber zu reden. Volvo basiert ja auf einer Verbrennerplattform, aber trotzdem bietet er elektroautotypische Vorteile, wie zum Beispiel einen Frunk. Zeige ich euch alles aber gleich. Was machen wir heute? Standard Range. Der Reinhard hat ihn in der Serienausstattung gekauft. Das heißt, da gibt es kein Autopilot, da gibt es keine Ledersitze, da gibt es keine 20 Zoll Alufelgen. Du hast nur zusätzlich die Farbe und die Anhängerkupplung. Und die Anhängerkupplung. Die Anhängerkupplung kann nämlich 1,5 Tonnen ziehen beim Polestar. Und das ist schon mal ein guter Wert, definitiv. Ja, mehr braucht der Reinhard nicht. Nee, mehr brauche ich auch nicht. Und ob man im realen Leben wirklich nicht mehr braucht oder nicht, das werden wir heute alles gemeinsam erfahren. Wir werden heute ihn auf die Autobahn jagen, 120 Tempomat. Wie lange braucht er von 10% auf 80%? Und wie weit würde er auf der Autobahn von 80% auf 10% runterkommen? Wie weit wäre die Reichweite zwischen 80% und 10%? Viele denken immer, ja, das ist dann die endgültige Reichweite. Leute, wir haben Winter, wir haben gerade 2,5 Grad draußen. Es ist trocken, es regnet nicht. Und auf der Autobahn ist man meistens zwischen 80% und 10% unterwegs. Manche laden schon mit 20 und manche laden auch bis 90, manche auch bis 100% hoch. Lohnt sich nicht. Ab 80% laden die meisten Autos langsam. Deswegen sollte man schon weiterfahren und dann wieder mit 10-15% das Auto anschließen. Jetzt würde ich sagen, Reinhard, fangen wir an, oder? Bin gespannt. Ich würde sagen, setz dich vorne rein. Natürlich, der Tarik fährt. So, meine Lieben, der Reinhard und ich, wir sitzen jetzt hier in seinem Polestar Standard Range. Reinhard, ich bin gespannt, was dein Polestar Standard Range denn jetzt so gleich alles hergibt. Wir haben definitiv die Verbrauchsdaten zurückgesetzt, zeige ich euch mal kurz. Heizung ist auf 21 Grad eingestellt, auf Automatik, reicht vollkommen die Wärme hier. Wir haben 4 Grad Außentemperatur und wir fahren im, gibt es hier im Normalmodus, Sportmodus oder so, gibt es hier nicht, ne? Doch. Ah ja, okay, nee, das meine ich nicht. ESC brauchen wir nicht ausschalten, Lenkgefühl Standard und Kriechen off. One-Pedal-Standard. Das ist super, denn der Polestar kann auch One-Pedal-Driving fahren. Super. Okay, dann würde ich sagen, ab auf die Autobahn. Ich sitze hier in dem Polestar, habe ich damals auch schon gesagt. Super gut. Das Auto macht einen sehr hochwertigen Eindruck, sofort, wenn man Platz genommen hat. Also, tut mir leid, liebe Tesla-Freunde, aber ein Model 3 dagegen sieht schon etwas günstiger aus, muss ich ganz ehrlich sagen. So, Reinhard, was hast du für ihn bezahlt? Was hat er? Ich habe für ihn 39.000. 39.000 nach Abzug der BAFA kostet der Standard Range, Leute.
Der Reinhard hat nur 1.000 Euro extra für die Außenfarbe bezahlt und 1.000 Euro für die Anhängerkupplung. Richtig. So, standardmäßig gibt es den Polestar 2 in Schwarz, also aufpreisfrei. Ja, nicht? Schwarz. Und mit Schwarz hättet ihr noch 1.000 Euro gespart. Und wenn man auf die Anhängerkupplung, wie in meinem Fall, verzichten würde, würdet ihr dann am Ende nackt, so wie der hier steht, bei 37.000 Euro landen. Aber dann habt ihr keinen Autopilot dabei. Ich würde persönlich immer den Pilot-Assistenzsysteme nochmal dazu buchen. Dann hast du nämlich ACC-Tempomat und Autopilot dabei. Hier hast du nur den normalen Tempomat drin. Dann haben wir aber zusätzlich noch Fahrassistenz, Lane-Keeping, also Spurhalteassistent und Müdigkeitswarnung. Aber immerhin noch, sag schnell, Schilderlesen, Schildererkennung. Kollisionsvermeidung haben wir auch, das ist super. Das bedeutet, das Auto würde dann von alleine ausweichen, versuchen auszuweichen. Das ist sehr gut. Auch wenn du rückwärts fährst, macht er das auch. Die Sitze, also einfach nur sehr bequem, sehr sportlich, nicht zu weich gepolstert, wie bei mir Mustang Mach-E. Wir haben hier Stoffsitze, fühlt sich sehr gut an, also es fasst sich auch sehr gut an. Der Seitenhalt ist total ausreichend, sogar mehr als ausreichend, viel mehr als wie bei meinem Mustang Mach-E. Außenspiegel, Leute, rahmenlose Außenspiegel, das sieht einfach nur fantastisch aus. Also ich liebe den Polestar von außen sowie auch von innen. Das sage ich ganz ehrlich. Wir haben hier eine Induktionsladefläche fürs Handy. Was ich mega, mega, mega schlecht finde, ist die Platzierung der Becherhalter. Wir haben in der Mitte zwar einen, aber der andere ist unter der Armablage. Und wenn ich dann zwei Becher, wenn ich mit Nass unterwegs bin, und wir sind nun mal viele Kaffeetrinker und Teetrinker, was weiß ich, unterwegs, dann ist die Armauflage immer auf hier. Lieber Reinhard, also, bist du mit deinem Polestar 2 bis jetzt zufrieden? Ich bin damit bis jetzt zufrieden, ja. Gab es schon mal Komplikationen bis jetzt, irgendwas? Ja, ich hatte einmal eine Komplikation gehabt, und zwar war das dann so, dass er nur noch bis 40% lädt. Okay, was ist dann passiert? Was ja, ich habe dann angerufen bei Polestar, dann haben die mir dann zu einer Werkstatt gegeben. Ja. Dann habe ich mit der Werkstatt gesprochen, bei Volvo, ja, und dann haben die mir gesagt, ich sollte einmal mal die SIM-Karte rausnehmen und mal wieder reintun, dass er sich komplett neu hochfährt. Aha. Und dann war auf dem LTE-X, da war ein X drin, also kein Handy, also kein Empfang. Und dann kriegt er da wieder Empfang und seitdem kann ich wieder ganz normal laden. Ja, perfekt. Also interessant, oder Leute? Das Auto hat nur bis 40% geladen und nachdem er die SIM-Karte rausgenommen hat und nochmal reingesetzt hat, ging das wieder. Also ich kann es mir zwar technisch nicht erklären, aber anscheinend hängt da vieles irgendwie zusammen. Komisch. Ja, Tempomat ist auf 120 km/h aktiviert und unser Spurhalteassistent läuft gut. Wir haben kein Autopilot hier, wie schon eben erwähnt. Wir haben auch kein Abstandstempomat. Der Reinhard meinte, wozu? Ich bin früher immer selbst gefahren, nicht? Aber wir gucken mal und jetzt lenkt er uns wieder in die Spur rein. Seht ihr? Also natürlich sollte man die Hände niemals loslassen bei so einem System. Man muss immer darauf achten. Tempomat läuft auf jeden Fall. Spurhalteassistent läuft auch. Lieber Reinhard, erzähl mal, hast du den Polestar gekauft oder geleast? Nee, den habe ich gekauft. Okay, leasen kam für dich nicht in Frage. Nein. Ne? Und das Beste, der Polestar 2 bietet sogar einen Frunk, obwohl er auf einer Verbrennerplattform basiert. Und du hast da drin dein Ladeequipment drin, nicht? Und Reinhard, kannst du zu Hause laden? Ja. Okay, du hast dann aber keinen Wallbox, sondern du hast, glaube ich, nur einen Starkstromanschluss, hast du eben gesagt, ne? Richtig. Okay. Eine CEE 16 Ampere. CEE 16 Ampere reicht vollkommen aus. 11 kW. Siehst du? Brauchst du nicht unbedingt eine Wallbox? Nö. Der Reinhard hat sich nämlich einen Adapter geholt, womit er laden kann, dessen Namen ich jetzt hier nicht erwähnen werde. Auf jeden Fall, so geht es aber auch, Leute, nicht? Und ansonsten, wenn er den zu Hause nicht nutzt, ist er vorne im Frunk drin. Das ist auch schon mal gut. Der Kofferraum, der ist absolut ausreichend. Ne, Literangaben schreibe ich euch rein.
Man kann die Sitze natürlich umklappen, dann hat man auch viel mehr Raum zur Verfügung. Finde ich super. Finde ich echt klasse, Leute. Ja, und vor allen Dingen dieses Schieffach, ne? Was da, ja, die Durchreiche. Genau, die Durchreiche. Das finde ich ja auch so gut. Ich fahre kein Ski, aber gut, für alle, die jetzt, was weiß ich da noch. Wenn du ein Boot hast, muss schon mal was Langes transportieren. Dafür ist die Durchreiche gut. Richtig, apropos. Du hast gesagt, du ziehst mit deinem Anhänger dein Anglerboot. Richtig. Ach, interessant. Und du, dein Anglerboot ist auch elektrisch betrieben. Richtig. Weil du ja hier in Deutschland ja auf den Flüssen, so wie Biggemöhne, Sorpe und was es so gibt, ja eh nur mit Elektroantrieb fahren. Okay. Ja, ihr Lieben, wir sind gleich bei Seed & Greed, aber ich wollte noch mal kurz erwähnen, Polestar, Rekuperation, ganz wichtig. Man kann die Reku-Stufe hier auf gering einstellen, auf Standard oder auf Aus. Ich bin natürlich bei Standard geblieben und kriechen off. Das bedeutet, wenn ich vom Gaspedal zurückgehe, dann bleibt das Auto auch stehen. Finde ich super. Und die Reku-Stärke? Die Reku-Stärke ist optimal, genauso wie bei meinem Mustang Mach-E abgestimmt oder vergleichbar mit einem Tesla Model 3. Stark genug, aber auch nicht zu schwach. Finde ich super gut gemacht, gelöst. Also hier, finde ich toll. Und er macht es beim vollen Akku. Und er macht es was? Beim vollen Akku. Ah, Reinhard. Reinhard sagt, er rekuperiert auch voll bei vollem Akku. Super. So, Reinhard, haben wir es geschafft jetzt endlich? Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, aber Leute, schaut mal, wir haben 10% im Akku. Ich zeige es euch mal kurz hier. 10% könnt ihr hier unten rechts erkennen. Und wir sind jetzt hier bei Seed & Greed, Ladepark Hilden. Natürlich sind wir hin und her gefahren, an der Ausfahrt runter und dann wieder in die andere Richtung, an der nächsten Ausfahrt wieder runter, damit es ungefähr bei 10% passt und wir bei 10% landen. Was sagt der Polestar? Wie weit sind wir gekommen? Also, Achtung, ich rufe die Daten auf. Knapp 92 Kilometer sind wir gekommen. Das bedeutet, der Polestar Standard Range mit der 64 Kilowattstunden Batterie würde zwischen 80 und 10% 183 Kilometer kommen. Auf der Autobahn im Winter zwischen 80 und 10%. Einen Verbrauch von 21,8 Kilowattstunden haben wir. Und ja, durchschnittlich 72 Kilometer sind wir gefahren. Das ist doch schon mal ein kleines Zwischenfazit. Reinhard, bist du ernüchtert oder sagst du, bist du enttäuscht oder sagst du, das ist okay? Nö, ich finde das schon okay so. Ne? Das also ist ich ja komme damit zurecht. So. Das ist eine Winterreichweite, ihr Lieben. Viele vertun sich, die jetzt zum ersten Mal so ein Video gucken und denken, boah, Elektroauto, Alter, der kommt doch gar nicht so weit. Ja, erstens sind das nur 70% der Batteriekapazität. Zweitens haben wir 3 Grad Außentemperatur. Und drittens, Autobahn verbraucht viel Energie, ihr Lieben. Also an alle Amateure da draußen, so wie ich es damals auch war, so wie der Reinhard damals auch war, nicht? Wir sind alle mal Anfänger, Leute, das ist nicht schlimm. Aber das ist ein guter Wert für den Standard Range. Das heißt, ihr könnt damit 180, 185 Kilometer fahren, zwischen 80 und 10% im Winter auf der Autobahn. Aber wie lange braucht ihr denn jetzt hier von 10% auf 80%? Wir können jetzt die Ladeleistung hier auf 80% verstellen, was ich super finde. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Aber Moment, ich setze ihn mal auf 90, denn ich würde gerne sehen, wie schnell er ab 80 noch lädt. Ja? Halten aber gemeinsam die Zeit fest. Also Reinhard, ab zur Ladesäule. Fangen wir mal an. Der Ladestecker oder Ladeport vom Polestar befindet sich hinten links. Und der Reinhard hat ja Autocharge aktiviert von Fastnet. Wir sind jetzt übrigens bei Fastnet. Wir brauchen keine Karte. Wir nehmen einfach den Stecker, halten ihn bzw. stecken ihn ins Auto und schauen es uns gemeinsam mal an. Wo ist er? So, und jetzt müsste das automatisch losgehen. Es fängt schon an. Er hat es auch erkannt. 10% im Akku. Es muss klicken und klacken. Es klickt und klackt. Das ist immer gut. Der Polestar kann offiziell 150 kW im Peak ziehen, wovon ich jetzt nicht ausgehe, ganz ehrlich gesagt. Aber mehr als 100 möchte ich schon gerne sehen. Wir sind jetzt bei 21, 25. Na komm, Baby.
Ja, das dauert jetzt etwas, aber die Leistung steigt kontinuierlich, zwar langsam, aber sicher. Jetzt haben wir die 50 kW schon gesehen. 60 und 70 kW. 80 kW, na komm Baby. Ups, einmal auf, genau. 93. 95 kW, Leute. 95. Und die 100? 100 sehen wir nicht. Noch nicht, aber gleich. Warte mal. Na komm. Na komm, die 100 kW haben wir wenigstens gesehen, aber es steigt noch weiter. Das Spiel geht weiter. 102. Also, er pendelt sich so bei 102 ein momentan, aber wir beobachten das. Wir gucken mal, was er so bei 20% zieht, ja, Reinhard? Ja, ja? Bin ich aber mal gespannt. Guck, jetzt fällt er auf 92. Egal, Hauptsache ist die Ladekurve, Hauptsache ist, wie viele Minuten brauchen wir jetzt bis 80%. Bei 18% haben wir jetzt eine Ladeleistung von 112 kW. Es wird besser, das ist gut. Reinhard, dein Auto ist ja auch mit dem Internet verbunden. Ne? Ja. Und Reinhard ist jetzt ins Internet gegangen. Während des Ladens geht das nämlich auch. Er kann sogar hier YouTube-Filmchen gucken. Nämlich die Filmchen von Elektrobeis, ne, manchmal. Und er hat mir jetzt die Live-Kamera angemacht von seinem Hafen. Wo ist das, Reinhard? Das ist in Belgien, in Ophoven. Ophoven in Belgien, ja super. Ja, schaut mal, Leute. Wir haben hier quasi wie bei Tesla einen Browser drin. Und wir können hier im Internet rumsurfen, wie wir möchten. Das ist gut. Aber wie sieht es denn aus, während der Polestar 2 lädt? Was sieht man hier am Display? Erstens leuchtet die Umrandung hier in grün. Ja. Und wir sehen, wie viel wir im Akku haben. Wir sehen, wie schnell er lädt. Das ist super. Er zieht nämlich momentan 107 kW. Das ist super toll gemacht. So muss das sein. Okay, Google, navigiere mich nach München, Marienplatz 1. Nach Marienplatz 1 navigieren. Super. Route ist berechnet und Ladestopp hinzufügen. Ladestopps hinzufügen und schon, zack, kommen die ganzen Ladestopps. Also, dann auf 1, 2, 3, 4 mal laden und dann wären wir in München. Was für Ladestationen hat er uns ausgesucht hier? 25 Minuten laden, ABB-Ladestation, Fastnet und Marienplatz Ankunft. Wenn ich mal hier drauf drücke zum Beispiel, Informationen. Ja, hier kommen dann die ganzen Infos. Perfekt, CCS 150 kW und 1 von 1 ist frei. Ja, cool. Du siehst auch, welche frei ist und welche belegt ist. Und dann, wenn wir auf Starten drücken, perfekt. Also, Riesenlob an Polestar. Also, perfekt. So muss das sein. Und ja, das ist doch zuverlässig. Super. Super. Vor allem schön lädt er. Ja, genau. So, meine Lieben, auszusteigen brauchen wir nicht, denn unser schöner Polestar zeigt uns gerade, dass wir mit 116 kW hier am Laden sind. 313 Ampere und 370 Volt Leistung. Das ist doch mega. Warum können das nicht einfach alle Elektroautos während des Ladevorgangs so zeigen? Warum? Wir sind jetzt bei 60% und er zieht hier, also 60 kW Ladeleistung bei 61%. Also, meine Lieben, was haltet ihr von dem Polestar 2 Standard Range? Würde er für euch in Frage kommen oder nicht? Bitte kommentieren, kommentieren, kommentieren. Die Zeit, die er von 10 auf 80% braucht, die wird nicht so schlecht sein. Das habe ich schon ungefähr im Kopf. Aber wie gefällt er euch denn? Mich würde es wirklich interessieren, wie gefällt euch das Design? Wart ihr schon mal in einem Polestar-Shop? Habt ihr schon mal drin gesessen? Wir haben mittlerweile 69%, ach, dieser Kabel liegt uns im Weg hier, 69% und eine Ladeleistung von 56 Kilowatt. Das wird spannend, meine Lieben. Wir haben jetzt 79% im Akku und er lädt hier leider nur noch mit 27 kW. Das bedeutet, so, 80% erreicht in 36 Minuten, sagen wir mal, von 10 auf 80% und er lädt
hier nur noch mit 26,4 kW Ladeleistung. Ja. Das bedeutet, Reinhard, ja, komm her, mein Freund. Also, dein Auto hat von 10% auf 80% 36 Minuten gebraucht und ab 80% lädt er nur noch mit 26 kW. Das bedeutet, Nachladen lohnt sich nicht in dem Fall. Den Polestar 2, den lädt ihr bitte nur bis 80, damit, wenn ihr Zeit sparen wollt. Wenn ihr noch Zeit habt, wenn ihr 45 Minuten investiert, dann würde er auch die 86-27% schaffen. Dann könnt ihr noch ein bisschen mehr Reichweite nachladen. Ich bin relativ zufrieden mit dem Ergebnis. Ich bin sehr zufrieden. 36 Minuten von 10% auf 80% für das Standard Range Modell von Polestar. Also somit kommen wir zum Fazit. Der Polestar 2 von Reinhard in der Standard Range Ausstattung mit der stinknormalen Serienausstattung. Ja? Er hat nur Metallic Farbe genommen und Anhängerkupplung. 39.000 Euro nach Abzug der BAFA. Hat eine sehr gute Serienausstattung, Tempomat dabei, Spurhalteassistent dabei und. Ich würde definitiv beim Polestar aber immer noch das Pilot-Paket dazu buchen. Das heißt Abstandstempomat, das heißt Autopilot und noch ein paar Kleinigkeiten. Aber trotzdem ist das ein tolles, komfortables, sportliches Auto, was genügend Platz bietet, was nicht zu einen tiefen Sitzposition hat. Beim Ein- und Aussteigen ist er nicht so extrem tief wie bei manch anderen Autos. Und im Gesamtpaket ist das definitiv eine Empfehlung. Ich würde auf das Long Range ehrlich gesagt verzichten und auf die 3.000 oder 4.000 oder 5.000 Euro Aufpreis verzichten an eurer Stelle. Ihr bekommt für 39.000 Euro ein super ausgestattetes, ein schickes Auto. Wirklich, also wir haben natürlich keine LED-Matrix, aber dafür normale LED-Scheinwerfer, die absolut ausreichend sind. Ich bin ihn jetzt nachts gefahren. Reinhard, du würdest den Polestar auch 2 empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also so wie er hier ist, so gefällt er mir und so bin ich da auch zufrieden. Super. So, ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Reinhard, was sollen die Leute mit meinem Kanal machen? Was sollen die? Abonnieren und Daumen hoch und Glöckchen drücken. Danke. Ich danke dir für deine Zeit. Bitte. Schön, dass du mitgemacht hast. Danke. Und vielleicht sehen wir uns mit dem Reinhard im Sommer wieder und dann vergleichen wir mal Winterreichweite gegen Sommerreichweite. Ihr kommentiert bitte jetzt unter dem Video fleißig, wie euch der Polestar 2 gefallen hat. Bis zum nächsten Video. Ciao. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bevor das eigentliche Video aber gleich losgeht, möchte ich unbedingt was loswerden. Du hast hier so viele Videos auf YouTube angeguckt. Du willst ein Elektroauto dir zulegen. Du findest die ganze Sache interessant, aber die Antworten findest du nicht ganz in den Videos. Und du hast so einen Riesenkopf, wenn es um Ladekarten geht, wenn es um die Apps geht, wenn es um die Ladesäulen geht. Wie klappt das alles? Werde ich zurechtkommen? Ey! Alles gut, jetzt ist der Tarek da. Ich biete dir die einmalige Möglichkeit, den es in Deutschland momentan gibt, ganz neu, exklusiv bei mir. Du kannst mich und den Mustang Mach-E für dich buchen, ganz genau. Ich komme entweder zu dir nach Hause mit einer Kilometerpauschale oder wir treffen uns hier in Köln. Ich hole euch gerne auch vom Bahnhof ab. Ist kein Thema, Leute. Wir fahren 2 Stunden lang gemeinsam mit dem Mustang Mach-E und mir zu einer Schnellladesäule, zu einer AC-Ladesäule. Wir fahren auf die Autobahn, wir fahren ein bisschen Landstraße und wir fahren in der Stadt. Ich erkläre euch, wie das Ganze etwa funktioniert. Was für Ladekarten gibt es? Was für Lade-Apps gibt es? Wie funktioniert das alles? Wie melde ich mich an? Wie teuer ist das? Wo sind die Preisunterschiede? Also, alles gut, Leute. Ab sofort bin ich da. Die meisten Leute holen sich nämlich nicht das falsche Elektroauto, sondern die holen sich das Auto mit der falschen Batteriegröße. Und darauf kommt es heutzutage an. Ich möchte dich vor einem Fehlkauf bewahren. Wenn du dich interessieren möchtest, wie sowas funktioniert, dann schreib mir eine E-Mail. Das Ganze würde dich am Ende nur 99 Euro kosten. Das ist doch nichts, oder? Also jetzt zuschlagen, elektrobuy@yahoo.com, buche mit mir zusammen deinen Elektroauto-Crashkurs. Viel Spaß!